Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In der heutigen Zeit ist der perfekte Datenspeicher für Fotografen, Videofilmer oder dem einfachen Studenten so wie mich essentiell. In diesem Video möchte ich euch die SanDisk Extreme Portable SSD vorstellen und für euch testen. Los geht's! Um euch im Vorhinein einen kleinen Überblick zu geben, möchte ich euch den Lieferumfang und die Spezifikationsvarianten ein bisschen näher bringen. Die SanDisk Extreme kommt in vier verschiedenen Varianten, und zwar mit 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB. Außerdem ist im Lieferumfang ein USB-Kabel dabei von Typ A auf Typ A. Und es kommt noch ein Adapter dazu, und das ist ein Typ C Adapter. Das heißt, ihr könnt auch die SSD an einem alten Windows PC oder einem älteren PC verwenden. Beim Design und der Verarbeitung hat die SanDisk Extreme Portable SSD auch so einige Besonderheiten. Einerseits ist die SSD extrem klein und ungefähr zu vergleichen mit einer Visitenkarte. Aber sie ist mit 40 Gramm auch ultimativ leicht. Das ist einerseits der Bauweise zu schulden, denn die SSD wurde aus Kunststoff gefertigt und ist dementsprechend solide gebaut. Beim Design hat sich SanDisk auch etwas mega Edles überlegt, denn der komplette Body ist in einem schlichten Anthrazit gehalten und man findet eine orange Aussparung, die für einen Karabinerhaken zur Verfügung steht. Das heißt, man kann seine SSD überall anhängen, am Schlüsselbund, wo auch immer, wo man möchte. Neben der Aufmachung der SSD bzw. dem Design der SSD hat sie ein sehr, sehr wichtiges Feature. Und zwar ist sie IP55 zertifiziert, und das heißt, sie ist gegen Wasser und Staub geschützt. Das heißt jetzt nicht, man sollte seinen Nachmittagskaffee drüber schütten oder Wasser drüber schütten, einfach so. Aber wie gesagt, sie ist dagegen allemal geschützt. Neben der Zertifizierung hat die SSD auch ein sehr wichtiges Feature, und zwar Plug and Play. Du kannst die Festplatte an deinen Mac oder an deinen ganz normalen Windows-Computer anstecken und sie sofort verwenden. Das heißt, du musst keinen Treiber installieren und bist somit extrem mobil. Technisch hat die SanDisk Extreme eine Menge auf Lager. Denn der USB 3.1 Generation 2 Standard soll eine Datenübertragung von bis zu 10 GB die Sekunde bieten. Laut SanDisk sind das dann 550 MB die Sekunde lesen und 490 MB die Sekunde schreiben, was für den Schnitt von Videos extrem praktisch ist. Wenn wir gerade von Geschwindigkeiten reden. Ich wollte mir die Geschwindigkeiten selbst ansehen und habe einen Geschwindigkeitstest auf meinem MacBook von 2017 mit 13 Zoll durchgeführt. Ehrlich gesagt sind die Geschwindigkeiten ein bisschen unter den Erwartungen bzw. der Produktbeschreibung von SanDisk, aber sie reichen allemal, um 4K-Material von der SSD herunter zu schneiden bzw. auch dieses zum Bearbeiten von Fotos zu verwenden. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas über den Schnitt direkt von der SSD herunter erzählen. Und zwar, das ganze Video, was ich hier gemacht habe, wurde von der SSD herunter geschnitten. Das heißt, 4K-Material mit recht vielen Schnitten. Und ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt das aufwendigste Video, aber trotzdem habe ich alle Videovorschauen ohne Ruckeln anschauen können und bin recht zufrieden mit der Art und Weise, wie das Ganze funktioniert. Ich habe viele Festplatten ausprobiert und versucht, von Festplatten herunterzuschneiden, doch das Ganze funktioniert leider nicht mit jeder. Um ganz ehrlich zu sein, die SSD macht extrem viel Spaß. Ich weiß, Spaß klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist wirklich so. Sie ist extrem günstig, sie ist wasserdicht und staubdicht, du kannst sie überall hin mitnehmen. Sie ist einfach mega gut, weil du kannst 4K-Material direkt von der SSD herunterschneiden, und wenn man ehrlich sein möchte, meiner Meinung nach ist es einfach ein Kaufgrund und ich kann sie einfach nur weiterempfehlen. Wenn du weitere Informationen zu dieser SSD brauchst, kannst du mal die Videobeschreibung abchecken, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.